Moinsen, du fährst heute den GZ 5465 nach Plettenberg. Rüste nun deine Lok auf. Kleine Info, Zugart M. Abfahrt ist hier planmäßig um 12.17 Uhr, aber du musst noch die Regionalbahn nach Iserlohn durchlassen. Allzeit gute Fahrt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2018 hier auf meinem Kanal Train Teacher. Wir fahren heute mit der BR 185 einen Güterzug auf der Strecke Hagensiegen V3. Also wir haben mal wieder Dienst hier im Westen. Und ja, natürlich würde ich mich immer sehr freuen, wenn du bis zum Ende der Fahrt mit dabei bist. Aber ich würde einfach mal sagen, wir steigen gleich mal in unsere Lok ein, denn wir stehen hier gerade noch draußen auf den Gleisen. Genau, der Kollege hat die hier gerade noch angekuppelt und sitzt da auch gerade noch drin, wie man sehen kann. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir lösen den jetzt mal schnell ab. So, Tür auf, zack, schönen guten Tag, wir übernehmen ab hier, genau. So, zack, du kannst dann jetzt hier raus, links, also schönen Tag dir noch, jawohl, genau, der hat uns jetzt noch eine gute Fahrt gewünscht, dann setzen wir mal den Fahrtrichtungswender auf die Vorwärtsposition, zack, aktivieren die SIFA, die PZB und die LZB, ein kleiner SIFA-Selbsttest und da links kommt auch schon die Regionalbahn nach Iserlohn, jawohl, dann machen wir nochmal die mittlere Zugart an. Das Spitzlicht an. Hallo? So, das wollte ich. Ja. Gut. Das haben wir soweit. Sehr gut. Genau, A, B brauchen wir vorerst erstmal nicht. Wir stellen einfach mal auf 120. A, F, B. Jawohl. Damit wir da nicht hinausschießen übers Ziel. Ja, und jetzt haben wir noch soweit gleich Abfahrt. Warten noch kurz, machen wir eine schnelle Bremsprobe. So. Das funktioniert alles. So. Bremse gelöst. Genau, dann gleich geht's los. Wir stehen ja gerade auf einer ebenen Fläche, von daher dürfte es eigentlich kein Problem darstellen, wenn wir jetzt die Bremse lösen. Genau, jetzt haben wir gerade noch vom Wagenmeister durchgefunkt bekommen. Alles ist soweit gut. Und dann können wir auch direkt los. So, dann warten wir mal, bis der Güterzug auseinandergezogen wurde, unsere Wagen da hinten. Okay, die rollen auch schon hinten. Na, dann können wir doch mehr Leistung aufschalten. Und da setzt sich unsere schöne Trax 185 in Bewegung, heute von der Deutschen Bahn. Genau, die unsere F140 AC1, wie sie bei Siemens bzw. Bombardier genannt wird. Genau, dann haben wir Ausfahrt mit 40. Können uns ja auch schon befreien an der Stelle. Sehr gut. Dann haben wir jetzt Ausfahrt, können auf die schöne Trasse, auf die normale Haupttrasse. Ja, ich habe nochmal eben die Sounds ein bisschen leiser gestellt, weil die Lok doch schon ziemlich laut ist, weil ich habe Angst, dass man das dann eventuell alles gar nicht so gut versteht. Ja, und wir sind ja bisher auf noch gar nicht auf der schönen 185 unterwegs gewesen. Und leider hat die auch gar keine Roadrunner-Funktion, weil sonst hätte ich jetzt schön einmal den Zug Längenmesser aktiviert. So, und ab wie alt dürfen wir dann auch 120 fahren, unsere VMAX. Sehr gut. Ja, das ist auch eine kleine Premiere, wie gesagt. Wir waren noch nicht mit der 185 unterwegs. Das ist die von DTG. Und ich glaube auch ausgestattet mit den Sounds und sonstigen Updates von Rail Designs. Ich glaube, da gab es noch ein Update-Pack für die. So ungefähr. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist schon so lange her. Ja.
So. Dann erreichen wir gleich Hagenkabel. Oder durchfahren gleich Hagenkabel. Können wir mal schauen, was da rechts alles abgestellt worden ist. Oh, da sehe ich schon eine 100, nee, eine 612. So, und da vorne noch eine V200. Wow. Cool. Also sind wir gerade an der vorbeigefahren. Genau. Oh, hier muss doch gleich mal ein Bild her. So. Dann hauen wir mal volle Leistung rein. Jawohl. Sind wir doch schon recht flott unterwegs in unserer schönen 185. Das freut mich auch mal wieder, dass wir hier mit einem Güterzug unterwegs sind. Und da kommt auch schon ein Kollege von vorne. Nee, mussten wir doch nichts bei, keine Zug, nichts bestätigen, so meinte ich das. Ich war gerade nur ein bisschen erschrocken. Irgendwie kam da gerade mir eine Tafel entgegen und ich habe gerade nochmal kurz meine Aufnahmeeinstellung überprüft. Da war ich auch gerade nochmal ein bisschen stiller. Ich hatte mich nur erschrocken. Genau, ich glaube, ab da vorne müssen wir dann 100 fahren. Ich weiß das gerade gar nicht genau. Ah ne, ab da vorne noch nicht. Okay, dann können wir noch. Da können wir noch powern. Okay. Ja, das Wetter ist heute auch gar nicht so schön. Das heißt, wir können leider nicht das schöne Hagen-Siegen-Wetter hier erleben. Ja. Aber das wird wohl nicht so tragisch sein. Wir durften ja schon eine schöne Fahrt in der Dämmerung haben. So, da links die 100-Tafel. Für uns kommt dann auch gleich die 100 ab da vorne. In 900 Metern. Oh, da rechts stand gerade eine Frau mit ihrem Hündchen am Bahnübergang. Die geht wohl gerade mit dem Gassi. Gut, ab hier dann 100. Und wir müssen unter die 70 kommen. Denn da gab es gerade nochmal eine Geschwindigkeitsbeeinflussung. Jawohl. So. Bin ich mal gerade gespannt, welchen Ort denn wir hier gerade durchfahren. Das können wir uns mal anschauen. Wir durchfahren gerade Hagen-Hohenlimburg, okay. Und ab hier vorne 40. So. Langsamfahrt erwarten, genau. Ich dachte, das Signal, das Hauptsignal, ab dem die dann die 40 gelten, die kommen dann erst. Das kommt dann noch ein bisschen später. Ich habe das gar nicht jetzt so mit so früh gerechnet. So, weil ich hatte es schon auf dem Schirm, dass wir gleich halt 40 fahren müssen, aber ich dachte doch gar nicht so früh. Ja, das habe ich gerade ein bisschen verpeilt. So. Frage ich mich nur gerade, warum wir von der Haupttrasse runter sind. Das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Oh, und da rechts hier noch zwei
Haben mehrere 612er abgestellt. Okay. Können wir mal rausschauen. Ach so, weil wir hier einmal... Ah, wir überqueren einmal die Haupttrasse und fahren da auf das, Gegengleis, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. So. Ich frage mich nur, warum wir jetzt auf das Gegengleis geleitet wurden. Oh, und hier rechts mehrere 155er, die wohl irgendwo abgestellt hier werden. Die haben wohl, die sind wohl außer Dienst gestellt worden. Genau. So, können wir wieder hoch auf die 70, auf unsere jetzige VMAX. Oh, hier steht ein Kollege. Ich glaube, der ist wohl stehen geblieben. Oder stecken geblieben, sagen wir mal so. So, langsam Fahrt erwarten. So. Dann stellen wir mal hier nochmal die 40 ein. So, wahrscheinlich müssen wir aber wieder, kommen wir aber wieder auf die Haupttrasse. Oh, und da vorne sehe ich gerade 20 sind, müssen wir fahren. Wow. So langsam war ich ja noch lange nicht mehr im TS unterwegs. Ah, hier muss man die 20 dann bestätigen. Achso, wir fahren hier raus, okay. Haben wir mal geschaut, was uns hier alles erwarten wird. Genau. Und da kommt unser schöner GZ 54-65, glaube ich. Nun gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir gleich hier die 20 einhalten. Ah, da müssen wir sie nochmal bestätigen. So. Ist wohl eine Langsamfahrstelle. Weiß ich nicht, ob hier immer generell 20 gelten. So, hier nochmal die Wiederholung. Und da vorne sehe ich auch schon die A-Tafel für Anfang. So, 20 km/h. Durchfahren wir hier gerade den Bahnhof ELE. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ELE steht. Ach, Letmathe durchfahren wir hier, okay.
So, wir dürfen schon auf die 60 hoch, denn da war gerade Ende der S, der die E-Tafel. Jawohl. So, jetzt müssten wir wieder auf der Haupttrasse sein. Tatsächlich. Achso, 40 ab hier, okay. Ich dachte, wir dürfen schon 60 fahren. Ah, jetzt 90 wieder? Okay, das ist verhext. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich die 40, das wäre jetzt Schwachsinn gewesen, aber da wir eh schon so langsam ausgefahren sind. Aber egal, wir haben jetzt 90 wieder. Sehr gut. In einer Viertelstunde müssen wir dann in EWHL sein. Frag mich, wofür EWHL steht, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne diese ganzen Abkürzungen nicht. Da müssen wir auch halten. Und EPLT ist unser Gleis, das wir dann eigentlich erreichen müssen. Genau. So, dann ab hier 100. Da fahren wir wieder ordentlich schnell. Ich glaube, da vorne kommt auch gleich ein Tunnel. Können wir uns ja nochmal hier irgendwo positionieren. Ah, dann sage ich mal, positionieren wir uns einfach hier unten. Hoffen wir, dass ich jetzt keine Zwangse bekommen habe. Ah doch, die Zwangse gab es schon. Aber schon, ah okay, ist schon wieder gelöst. Ach, jetzt müssen wir nochmal hier hin. So. Trainspotting-Kamera hier. So. Und da kommt unser Zug. So, da haben wir nochmal eine schöne Aufnahme bekommen, oder eine schöne Aufnahme hinbekommen. Also ich finde es auch klasse, dass die 185 auf den verschiedenen Thumbnails, also ich mache ja mal Screenshots während der Fahrt, sieht die richtig klasse aus drauf. Also ist so eine richtige Fotostar-Lok, so ähnlich. So, hier ist noch ein Kollege. Komischerweise steht er da jetzt hier im Tunnel. Weiß gar nicht, ob der sich jetzt fortbewegt hat. Aber der hat auch einen Langgüterzug dran. So. Bin ich mal gespannt, ob wir nochmal hier irgendwas mit PZB machen müssen. Aber ich glaube, vorerst haben wir erstmal grüne Fahrt, also durchgehend Fahrt. Es sieht ja irgendwie links und rechts sah das gerade aus wie so ein ehemaliger Bahnsteig. Mit so gelben, mit so blauen Kacheln war das irgendwie am Gleis dran, am Gleisbett. Aber ein ganz schön tiefer Bahnsteig war das wohl. Genau, da weiß ich noch, als wir hier mit der 112 unterwegs waren vor kurzem.
Ich sag ganz schön oft genau. Dieser während der Fahrt. Genau ist so mein Lieblingswort geworden. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ich habe das jetzt einfach nur. Es hat gerade zu gut gepasst. Sonst sage ich das doch gar nicht so oft. So. Ich finde es immer cool, wenn man durch Tunnel fährt. Ich glaube, so ziemlich viele neu gebaute Tunnel haben vor der Einfahrt immer so eine Tafel stehen. Da wird gezeigt, wie die heißen und wie lang die sind. Aber ich glaube irgendwie hier auf der Strecke nicht mehr so. Warum auch immer. Genau, hier werden ja keine 80er-Tafeln bestätigt. Die überfährt man einfach. Nun gut, dann haben wir gleich 80 ab hier vorne. So, da haben wir gerade den Bahnhof, oder durchfahren wir gerade den Bahnhof Altena, Westfalen. Aber ich finde die Strecke super mit seinen Kurven wirklich. Mit ihren Kurven, sagen wir mal, der Strecken, genau, mit ihren Kurven. So, ab der 100, ab der Kurve vorne stellen wir dann wieder auf die 100 auf. Oder steigen wir wieder auf die 100 auf. Dann ist unser GZ so relativ komplett an der Tafel vorbei. Okay, hier vorne kommt noch mal ein Tunnel. Leider sieht man nicht wieder ein schönes Schild vor dem Tunnel, wo wie gesagt dann alles draufsteht. Aber ich glaube eigentlich, das steht bei allen Tunneln. Ich glaube in echt steht es bei den Tunneln auf der Strecke auch. Also würde mich wundern, wenn nicht. Also welchen Namen sie haben und wie lang sie jeweils sind. Eigentlich ein, ja, ein Instrument, eine Cap-Light haben wir, okay. Dann kommen gleich nochmal 80, hier werden die schon wieder angekündigt, aber immer liegt kein PZB-Magnet hier. Trotzdem bestätige ich sie. Denn die sind eigentlich zu bestätigen. Okay, dann kommen wir gleich in EWHL an, was auch immer das ist. Ah, die Kurve kennen wir schon ganz gut. Hier haben wir schon mal ein paar Bilder gemacht. Mit der schönen 112. Ah ja, und hier links ist das AKW. Okay, bei der Tunneleinfahrt oder ab Tunneleinfahrt schalten wir wieder hoch auf 100. Also ab hier dann.
Einige 185er sind auch mit ETCS ausgerüstet, glaube ich, gelesen zu haben. Aber leider ist sie in Deutschland komplett abgeschalten, die ETCS-Einrichtung. Das heißt, die Neubaustrecke Erfurt Halle Leipzig München können sie leider dann nicht befahren. Warum auch immer haben die dann irgendwie so einen Automatismus, dass sie dann in Deutschland halt nicht funktionieren. Diese Vorrichtungen werden halt benötigt für den Gütertransport, grenzüberschreitenden Gütertransport. Na, in die Schweiz zum Beispiel. Jawohl, dafür wird das halt benötigt. Deshalb gibt es ja auch so ein schönes modernes MDA als Geschwindigkeitsanzeige. Okay, 40 sind angekündigt. Die gelten dann ab dem Hauptsignal, ab dem nächsten. Da erreichen wir dann unser erstes Ziel, EWHL Gleis 1. Okay, 80 ab hier. Und 40 direkt danach. Eigentlich dürften wir uns jetzt wieder befreien. Und komischerweise haben wir auch gerade gar nicht 40 zu fahren, warum auch immer. Oh, und da links noch ein RE oder eine RB. Auf jeden Fall eine Regionalbahn, irgendwas. So, wenn jetzt aber ab diesem Sperrsignal keine 40 sind. Ja, klar. Keine 40, kein nichts. Komisch. Ah doch, ab hier jetzt 40, ja. Wir haben es aber vorbildlich gemacht, also auf jeden Fall richtig, dass wir ab dem Hauptsignal 40 fahren mussten. Okay. Dann halten wir gleich. Auf jeden Fall haben wir den Auftrag jetzt zu halten. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Gut. Sind wir zum Halten gekommen, an unserem Haltepunkt. Oder zum Halt sind wir gekommen. Hoffentlich stehen wir auch komplett drin. Nur nicht einsteigen. Okay. Dann können wir direkt weiter. Oder haben wir gerade ein bisschen mit zu viel Leistung angefahren, da hatte ich den Fahrregler noch zu weit oben.
Aber zum Glück hat die Lok eine automatisierte Bordeinrichtung, die dafür sorgt, dass man dann doch nicht zu schnell anfährt. Zwinker, zwinker. Okay, na dann los geht's. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann dürfen wir hier gleich wieder 120 fahren. Ab demnächst dann hier. Genau, ab jetzt, um genau zu sein. Und da ist die Leistung wieder da. Sehr schön, dann müssten wir bald unseren Zielbahnhof Plettenberg erreichen. Jawohl, Plettenberg, da ist es. Noch 7 Kilometer. Dann sind wir da. Jetzt kann ich auch mal die Zeit gleich mal nutzen, ein bisschen hier. Nochmal ein paar Trainspotting. TS-Trainspotting-Aufnahmen hier machen. Platzieren wir uns mal hier. Sehr gut. So, mir fällt auch nochmal gerade ein, ich hoffe, ich habe das gesagt zu Beginn in der Aufgabenbeschreibung. Da war ein kleiner Rechtschreibfehler drin. Wurde nämlich Verst geschrieben. Du fährst ja den GZ5465. Und da hat der Szenario-Ersteller Verst, da hat er das H und das R vertauscht. War wahrscheinlich wohl ein Tippfehler. Deshalb, ja, also dass ihr da wisst, man schreibt Verst nicht Ferhst, sondern Feherst. Oder wusste ich es doch, kommt nochmal ein Kollege, denn. Da hat nochmal ein Signal geblunken vorhin, als wir gerade, oder geblinkt, als wir gerade die eine Aufnahme gemacht haben vom Trainspotting. Sehr gut, dann erreichen wir auch gleich unser endgültiges Ziel. Das sollten wir auf jeden Fall erreichen. Genau, da kommt auch schon die Ankündigung für die 40. Und da ist das Sperrsignal nochmal in letzter Sekunde auf Grün, also beziehungsweise auf Fahrt gesprungen.
So, da sehe ich auch schon Halt erwarten. Und hier wird dann auch nochmal die 100 angekündigt. Das wäre für uns relevant, wenn wir weiterfahren würden. Aber das machen wir nicht. Unsere Fahrt endet hier. Genau, wir haben nur einen kleinen Güterzug quasi intern im Ruhrgebiet. Fast Ruhrgebiet durchgebracht. So, durch den Verkehr. Genau, jetzt lassen wir hier die Haupttrasse und fahren auf EPLT Gleis 804 ein. Ich hoffe mal, unser Güterzug ist jetzt nicht zu lang, weil das wäre sonst ein Problem. So, dann fahren wir schön bis zum Signal vor. Genau, jetzt sind wir angekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hinten noch rausstehen. Oh ja, aber gewaltig. Nicht gut. Aber zum Glück verkehren jetzt erstmal hier keine Züge. Über Gleis 3. So, wir haben auf jeden Fall unsere Aufgabe erfolgreich gemeistert. Gleich kommt auch schon der Kollege und beseitigt hier dieses kleine Desaster. So. Jawohl. Wir sind angekommen in Plettenberg. Sehr gut. Mit unserer schönen 185. So, Schienenzug nach Plettenberg, genau. Und dann würde ich einfach sagen, ich bedanke mich heute für die Fahrt, also für die Mitfahrt. Und hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wir waren nochmal auf der Strecke Hagen-Siegen unterwegs. Und ich schaue mal, das war vielleicht auch nochmal des Öfteren jetzt hier auch nochmal mit einer 145 fahren oder mit einer 140. Da gibt es ja noch einiges an Szenarien. Und ja, dann würde ich einfach sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Ja, schreibt mir gerne einen Kommentar und lasst eine Bewertung da. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Fahrt oder bei der nächsten Fahrt wieder. Wer bis hierhin wie mal mitgeschaut hat, du bist cool. Und dann würde ich einfach sagen, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Bis zur nächsten Fahrt. Macht's gut und ciao.